Stell dir vor, du schwebst in der Dunkelheit des Weltraums, weiter entfernt als die internationale Raumstation. Einzig dein Anzug schützt dich vor dem tödlichen Vakuum. Ein Anzug, der in Zukunft das Überleben auf dem Mars ermöglichen könnte. Das ist Polaris Dawn, die erste von drei Missionen im Rahmen des ehrgeizigen Polaris-Programms von Jared Isaacman, einem Unternehmer und erfahrenen Piloten, der sich mit SpaceX zusammengetan hat, um die bemannte Raumfahrt auf ein neues Level zu heben. Dies ist keine gewöhnliche Mission, sondern ein entscheidender Schritt Richtung Mond und Mars. Der Falcon 9 Booster 1083.4 beförderte zuvor im März 2024 die Crew 8, im April und Mai jeweils eine Starlink-Mission und nun fliegt er zum vierten Mal. Die Dragon-Kapsel 207, auch bekannt als Resilience, hat zuvor die Crew 1 im November 2020 und Inspiration 4 im September 2021 befördert. Es sind über 1000 Tage seit dem letzten Flug vergangen. Diese Zeit wurde genutzt, um das Missionsprofil auszuarbeiten und die Kapsel umzurüsten. Mehr dazu in einem kleinen Augenblick. An Bord sind vier außergewöhnliche Crewmitglieder. Jared Rook Isaacman selbst, der Veteran, Finanzier und Initiator, der bereits mit Inspiration 4 Geschichte schrieb, ist der Kommandant der Kapsel. Der Milliardär, Abenteurer und Philanthrop hat sein Vermögen hauptsächlich durch die Gründung zweier Unternehmen gemacht. Shift 4 Payments ist eine Banking-Alternative, vergleichbar mit PayPal. Draken International betreibt eine der weltweit größten privaten Flotten von militärischen Trainingsflugzeugen. Diese Erfahrungen im militärischen Bereich kombiniert mit seiner Leidenschaft für die Raumfahrt hat sicherlich dazu beigetragen, dass Isaacman die Fähigkeiten und das Netzwerk besitzt, um ehrgeizige Projekte wie das Polaris-Programm in Zusammenarbeit mit SpaceX zu verwirklichen. Und natürlich, dass er viel Geld hat, hat auch geholfen. Ist ja nicht so. Anna Mannon ist SpaceX-Ingenieurin und medizinische Offizierin an Bord. Sarah Gillis ist leitende Astronautentrainerin bei SpaceX und als Missionsspezialistin dabei. Beide Frauen haben das Dragon-Programm über viele Jahre hinweg hautnah begleitet. Und schließlich Scott Kit Poteet, ein Navy-Pilot mit über 20 Jahren Erfahrung und der Pilot dieser Mission. Polaris Dawn ist eine Entwicklungsmission für die Zukunft. Mit einer geplanten Umlaufbahn, die bis auf 1400 Kilometer Höhe reicht, wird die Crew wissenschaftliche Experimente durchführen, die helfen sollen, die menschliche Gesundheit und Technik auf zukünftigen Reisen zu anderen Planeten zu sichern. Das Flugprofil sieht vor, dass der Booster die Crew in eine elliptische Umlaufbahn von 190 mal 1400 Kilometern bringt. Das bricht den Gemini 11 Rekord. 1966 erreichte die Crew eine Höhe von rund 1374 Kilometern. Das birgt gewisse Risiken, die man aber gewillt ist einzugehen. Dazu gleich mehr. Eines der aufregendsten Elemente dieser Mission wird der erste kommerzielle Weltraumspaziergang sein. Ein Moment, der live gestreamt wird. Und wenn es soweit ist, werde auch natürlich ich live sein. Den Start streame ich übrigens auch. Beide Links sind unten in der Videobeschreibung. Aber es ist kein gewöhnlicher Spaziergang, denn die Dragon-Kapsel hat keine Luftschleuse, weswegen die gesamte Kapsel entlüftet werden muss. Das heißt, die gesamte Luft in der Kapsel wird abgelassen. Ein riskanter Schritt, der zeigt, wie ernst das Polaris Dawn mit der Weiterentwicklung der Raumanzugstechnologie ist. Und vor allem, wie viel Vertrauen sie in ihre Anzüge der ersten Generation haben. Für dieses Manöver hat man zwei redundante Bedrückungssysteme mit ausreichend Stickstoff und Sauerstoff aufgerüstet. Sie mussten übrigens auch einige Oberflächen und verwendete Materialien umrüsten, die sich im Vakuum nicht so gut schlagen. Außerdem wurden zusätzliche Handläufe in der vorderen Luke verbaut, um den Aus- und Einstieg zu erleichtern. Während manche Risiken ganz offensichtlich sind, sind andere eher unsichtbar. Die große Höhe bringt die Kapsel mehrmals am Tag in orbitale Gegenden, die entweder verstärkt zugemüllt oder verstrahlt sind. Das klingt allerdings alles viel schlimmer als es ist, doch das ist ein Thema für ein ganz eigenes Video. Das Thema Weltraumschrott habe ich schon in einem eigenen Video behandelt, findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Dragon richtet sich im Orbit so aus, dass sie die Crew schützt. Wie effektiv dieser Schutz ist, hoffen wir nicht herauszufinden, wenn eine Crew drin ist.
Insgesamt wird die Crew 5 Tage im Weltraum verbringen. Dabei Daten zur Strahlung sammeln und die Dragon-Kapsel in eine immer tiefer werdende Umlaufbahn manövrieren, um den Weltraumspaziergang bei optimalen Bedingungen durchzuführen. Dafür zielen sie auf einen elliptischen Orbit von 190 mal 700 Kilometern ab. Ein speziell entwickeltes Lasersystem wird während der Mission die Kommunikation zwischen der Kapsel und den Starlink-Satelliten ermöglichen. Das mag vielleicht einfach klingen, aber man darf hier nicht vergessen, dass all diese Objekte mit mehr als 22.500 km/h relativ zum Boden in unterschiedliche Richtungen durchs All rasen. Was in meinen Augen das coolste Experiment ist, sind die smarten Kontaktlinsen, die den Augeninnendruck messen, also den Druck, der innerhalb des Auges herrscht. Damit sieht die Crew aus wie aus einem Sci-Fi-Film. Was das Ganze noch viel interessanter macht, ist das Potenzial dieser Technologie. Stell dir einmal vor, was man mit solchen Kontaktlinsen in Zukunft alles anstellen kann. Doch nicht nur die Technik steht im Vordergrund. Wie schon bei Inspiration 4 wird auch diese Mission Spenden für das St. Jude Kinderkrankenhaus sammeln, um die Forschung gegen Kinderkrebs zu unterstützen. Bei Inspiration 4 sind rund 250 Millionen US-Dollar zusammengekommen. In den 2,5 Jahren seit der Ankündigung von Polaris Dawn haben die Crewmitglieder unermüdlich trainiert. Über 2000 Stunden im Kapselsimulator, Training unter 0G-Bedingungen und sogar Tauchgänge und Fallschirmsprünge gehören zu ihrer Vorbereitung. Dank Partnern wie der NASA, der US Air Force Academy, SpaceX und dem Gründer von Draken International als Kommandant der Mission hatte die Crew die Möglichkeit, viele Stunden in Kampfjets zu trainieren. All das dient einem einzigen Ziel, den Grundstein zu legen für die zukünftige bemannte Raumfahrt zum Mond und Mars. Während des Weltraumspaziergangs wird der neue EVA-Anzug, der auf den bisherigen Raumanzügen von SpaceX aufbaut, intensiv getestet. Unter anderem hat man den Helm mit einem Heads-Up-Display und Kameras ausgestattet, neue Materialien verbaut und den Gelenken eine völlig neue Architektur verpasst. Was man aber ganz klar dazu sagen muss, ist, dass der Anzug alleine nur begrenzt nützlich ist, da er über eine Nabelschnur von der Kapsel versorgt werden muss. Die Crew wird 100% Sauerstoff atmen, bevor sie die Kapsel entlüftet und in den Weltraum hinausgeht. Jeder von ihnen wird etwa 15 bis 20 Minuten außerhalb der Kapsel verbringen. Wenn sie das hinter sich haben, dann haben sie den ersten kommerziellen Weltraumspaziergang unternommen. Nach dem Weltraumspaziergang wird die Kapsel wieder bedrückt und in einer tieferen Umlaufbahn manövriert, bevor sie letztendlich zur Erde zurückkehrt. Übrigens noch ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen, der geplante Orbit ist 51,6 Grad zum Äquator geneigt. Und weißt du, was noch mit exakt dieser Bahnneigung um die Erde fliegt? Richtig, die Internationale Raumstation. Zufällig. Jared Isaacman hat nie verraten, wie viel er in diese Mission investiert hat. Aber klar ist, Polaris Dawn ist nicht nur ein großer Schritt für die private Raumfahrt, sondern auch ein entscheidender Meilenstein für SpaceX auf dem Weg zum Mars. Die Erkenntnisse daraus werden in Polaris 2 fließen, die ebenfalls die Kombination Falcon 9 und Dragon vorsieht. Polaris 3 soll schon in einem Starship stattfinden. Wann genau das passiert, kann man derzeit nicht präzise beantworten. Fest steht allerdings, dass die Sicherheit der Crew an oberster Stelle steht und dass es extrem ambitionierte Zeitpläne gibt. Bei Redaktionsschluss war der Start für Dienstag, den 27. August um 9.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Ich werde natürlich streamen. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Patrons und alle, die Mars-Chroniken unterstützen. Ihr ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, dann findest du natürlich alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad astra.